Herzlich willkommen bei Wollplatz TV. In der zweiten Folge häkeln wir zusammen Onno den Storch. Ich zeige euch, wie die Flügel, die Beine und das kleine Häubchen auf seinem Kopf gehäkelt werden. Die Federn auf dem Kopf der Vögel werden alle auf die gleiche Art und Weise gehäkelt. In Weiß mache ich eine Anfangsschlaufe und häkle 4 Luftmaschen. Jetzt häkle ich auf diesen Luftmaschen 3 Kettmaschen zurück. Jetzt häkle ich wieder 6 Luftmaschen und 5 Kettmaschen darauf zurück. Und ab hier werden wieder 4 Luftmaschen gehäkelt und dann 3 Kettmaschen darauf zurück. Dieses Teil falte ich nun doppelt und stecke die Häkelnadel durch den Anfangspunkt und den Endpunkt und mache da noch eine Kettmasche, sodass das Häubchen zusammenbleibt. Den Faden schneide ich nicht zu kurz ab, sodass ich es damit noch auf dem Kopf annähen kann. So werden bei allen Vögeln die Federn auf dem Kopf gehäkelt. Bei Paco, dem Papagei, wird hier die Farbe geändert, aber das könnt ihr dann in der Anleitung genau nachlesen. Die Beine vom Storch und vom Flamingo werden auf die gleiche Art und Weise, aber in unterschiedlichen Farben gehäkelt. Ich zeige euch jetzt, wie ein Bein vom Storch gehäkelt wird. Erst eine Anfangsschlaufe machen und dann 22 Luftmaschen häkeln. Jetzt wird um die Luftmaschenkette gehäkelt. Erst 20 feste Maschen. Dann in die letzte Luftmasche 3 feste Maschen, sodass auf der anderen Seite der Kette weiter gehäkelt werden kann. Und auch auf der anderen Seite der Luftmaschenkette häkle ich wieder 20 feste Maschen. Das war die letzte feste Masche. Jetzt kette ich ab und lasse aber einen langen Faden hängen, mit dem ich das Bein dann zusammennähen kann. Den Anfangsfaden müssen wir nicht vernähen, der liegt dann auf der Innenseite. Wir nähen jetzt das Bein mit dem Endfaden zusammen. Ich falte das Bein jetzt längs doppelt und nähe es zusammen. Ich steche immer von der gleichen Seite ein, das sieht dann schön regelmäßig aus.
Ich vernähe den Faden noch nicht, sondern nähe das Bein damit noch am Körper fest. Auf der anderen Seite des Beines machen wir einen Knoten. Der Knoten soll nicht zu fest sein und es soll noch ein kleines Stück rausgucken, sodass es nach Fuß aussieht. Die Flügel von Onno bestehen aus einer langen und einer kurzen Feder. Die lange Feder habe ich schon bis einschließlich Runde 5 vorbereitet. Ich vernähe noch gerade den Endfaden nach innen. Der Flügel wird nicht ausgestopft. Die kurze Feder habe ich schon bis einschließlich Runde 3 gehäkelt. Jetzt muss ich einen Farbwechsel zu weiß machen. Das mache ich, indem ich die letzte Schlaufe der festen Masche mit der neuen Farbe häkle. Dann schneide ich den schwarzen Faden ab, aber nicht zu kurz. Jetzt werden auf die kurze Feder 3 feste Maschen gehäkelt. Dann häkle ich das gleich an der langen Feder fest, und zwar mit 6 festen Maschen. Achtet darauf, dass ihr die beiden gut aneinander zieht. Jetzt noch die letzten 3 festen Maschen der kurzen Feder, die ich noch nicht gehäkelt hatte. So sind die beiden aneinander gehäkelt und ihr könnt nach der Anleitung weiterhäkeln. Das waren alle Details zu Onno dem Storch. Die Anleitungen und das Material hierzu findet ihr auf der wollplatz.de Internetseite. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!